Was geht ab, Freunde? Hier ist der Kelvin. Nach langer Zeit mal wieder ein Vlog. Bevor ihr weiterschaut, will ich euch erklären, worum es geht. Heute ist Freitag. Wir reisen jetzt in die schöne Schweiz, wo wir morgen am Samstag den Auftakt unserer Raus aus der Hamsterrad-Tour haben. Das heißt, in der Schweiz geben wir ein Tagesseminar für etwa 70 Personen. Und am Sonntag geht es dann zu Hermann Scherer. Das ist ein sehr bekannter Speaker und Buchautor. Der hat mich eingeladen zu einem Interview, welches dann bei Hamburg 1 ausgestrahlt wird. Das ist ein lokaler Fernsehsender. Wenn dich das alles interessiert, also dieses ganze Wochenende, dann bleibt dran, dann viel Spaß mit dem Vlog. So Leute, nach langer Zeit mal wieder Premiere. Warum ich hier mein Gaming-Headset mitgenommen habe, ist, weil da drunter irgendwo die PlayStation ist. Oh Gott, jetzt spinnt er ganz. So Freunde, ich habe jetzt mal was, worüber ihr ein bisschen schmunzeln könnt. Ich habe nämlich lange Unterhosen an. Ich habe so Thermo-Unterwäsche an und ich wurde schon beim Militär immer belächelt, wenn ich mich warm eingepackt habe. So nach dem Motto, oh, ist dir kalt? Weil beim Militär gibt es so einen Spruch, weißt du, wenn du frierst und zitterst, dann gibt es so einen Spruch, der heißt, ein Soldat friert nicht, der zittert nur vor Wut, dass es nicht noch kälter ist. Und ich habe mich dann immer warm eingepackt. Und habe dann immer geantwortet, als sie gesagt haben, so, ey Kelvin, oh, frierst du? Habe ich gesagt, nein, ich packe mich ja ein, damit ich nicht friere. Und beim Militär haben sie sich immer erst alle warm eingepackt, wenn ihnen dann schon kalt war. Aber dann ist es ja zu spät. Das heißt, wenn du zitterst, versucht ja der Körper durch Muskelanspannungen sich selbst Wärme zu verschaffen. Und das ist zu spät. So. Und da Kälte immer von unten kommt, ja, vom Boden aus. Jetzt kommt der Zug, lange Unterhosen. So Freunde, ganz kurz noch was zum Reisen. Erste Klasse ist nicht immer teurer. Ne? Wir sind jetzt erste Klasse, aber haben da trotzdem einen Haufen Kohle gespart, weil wir feste Zugzeiten haben. Das ist der Nachteil. Aber mega Beinfreiheit. So, wir sind jetzt in der schönen Schweiz angekommen, oder? Bringen Sie die Rachnik? Oder? Oder? Jetzt müssen wir zum Flughafen. Das heißt, wir steigen jetzt wo ein? Gleis 14. Gleis 14. Da drüben, da steht er schon. So, und dann geht es zum Flughafen, da ist unser Hotel. Und dann haben wir erstmal Zeit bis morgen früh. Also wir fühlen uns gerade echt verloren. Wir kriegen es jetzt hin, hier uns ein Ticket zu holen, weil wir es nicht blicken. Und jetzt wollen wir ein Taxi nehmen, ist ja auch nicht. Da das jetzt kein Livestream ist, weiß ich nicht, wen ich jetzt fragen soll. Ich frage einfach hier irgendjemand. Da, Top Pay, 4 Franken, das stimmt. Das ist aber zu günstig für die Schweiz. Yo, angekommen. Gerade mal 15 Uhr. Das heißt, noch jede Menge Zeit bis morgen 11 Uhr. Da beginnt erst das Seminar. Der Danny hat später um 17 Uhr noch ein Personal Coaching. Ja, aber hier werde ich jetzt die nächsten Stunden verbringen. Ich sehe schon einen Bildschirm, der hat HDMI-Anschluss. Das haben wir vorher abgeklärt, denn da wird gleich die PlayStation angeschlossen. Und da ist sogar mein Gaming-Sessel. Also das wird, glaube ich, heute Gaming-Eskalation. Ja, Freunde, wir sind ready. Meine Buddies sind schon online, der Danny drüben auch. Ich würde sagen, jetzt wird erstmal eine Runde gezockt. Die hören dich nicht, ich habe Kopfhörer. Aber warte mal. Kann man das? Sagt mal was! Was geht ab? So, nach ein bisschen Zocken habe ich jetzt erstmal eine Dusche genommen. Und der weitere Ablauf sieht jetzt so aus: Ich mache noch einen Livestream. Dann werde ich mit Danny noch was essen gehen. Und dann wird wieder gezockt. Das ist einfach so geil, um den Kopf frei zu kriegen morgen fürs Seminar. Und wie gesagt, das Seminar geht morgen erst um 11 Uhr los. Also von dem her, ja, jede Menge Zeit. So sieht mein Abend aus. Ja, wir waren jetzt mal kurz eine Pizza essen und das wird unseren Personal Trainer jetzt freuen. Weil der will ja nicht, dass wir Pizza essen, dass wir dafür jetzt noch 25 Euro blechen mussten. Pro Pizza. Die Schweizer. Schönen guten Morgen, Freunde. Ich muss mal wieder schmunzeln, weil ich mir hier gerade meinen Business Booster reinziehe. Alter, dass ich das irgendwann mal rausbringe, so etwas, das war früher so utopisch. Ey,
Also wer sich fragt, Kelvin, was Business Booster, was ist das? Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Meine Mission ist es einfach, die Leute wegzubringen von dem ganzen Red Bull-Zeug. Das ist nicht gesund. Es gibt bessere Möglichkeiten, wenn du dir morgens was reinpfeifen willst, dass du wach wirst. Vor allen Dingen mit 1,5 Liter Wasser gemischt ist das viel, viel besser wie dieses künstliche Zeug. Aber naja, egal. Business Booster. Schneller im Beast Mode. So, schaut mal, Freunde, was das Hotel hier für einen wunderschönen Seminarraum hat. Ist das nicht geil? Das ist heute unser Arbeitsplatz. Das empfehle ich euch, dass ihr das einmal ausarbeitet. Das solltet ihr auch mit eurem Partner oder mit der besseren Hälfte oder was auch immer, immer absprechen. Und es muss, wenn ihr euch das nebenbei aufbaut, es muss jetzt in der Phase auch noch kein Luxus sein. Es kann schon sein, dass alles ein bisschen sportlich ist. Aber nochmal, 3 bis 4 Stunden, mal ein Buch lesen, mal da rumchecken, was auch immer, das kann man dann irgendwo noch zwischen reinschieben, wenn mal Zeit ist. Es gibt immer, wir können 2 Wege, also kann sich entscheiden zwischen, möchtest du, was für ein Frühstück isst du, süß oder deftig? Dann kann sich beides oder beides entscheiden. So, das Seminar ist durch. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben sogar überzogen. Das ist für uns sehr untypisch. Bis dann. Ciao. Und jetzt geht's wieder zurück. Und morgen geht's dann zu Hermann Scherer in ein Interview. Aber jetzt erstmal eine ganz entspannte Zugfahrt zurück. Darauf freue ich mich jetzt schon. So, wir haben jetzt Zugwechsel. Und Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, und ich weiß nicht, wie lange ich das mache. Ich habe mich eben tatsächlich bei TikTok angemeldet. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ja TikTok. Ne? Meine Tochter immer so, melde dich mal an, melde dich mal an. Mal gucken. Mal gucken, wenn dieses Video online geht, ob ich dann noch einen Account habe bei TikTok. Ach so, und für alle da draußen, die sich fragen, was ist TikTok? Das ist das ehemalige Musical.ly. Ach Leute, ich habe ganz vergessen zu filmen. Wir sind jetzt nach Mastershausen gefahren, zu Hermann Scherer. Und was soll ich sagen, hier wohnt er, hier, also das ist ein Anwesen. Ich habe irgendwie gerade gesagt bekommen, irgendwie über 1000 Quadratmeter Wohnfläche mit eigenem See. Und ich muss sagen, das Speaker-Business und das Buchautoren-Business, das ist, ja, also... Ja, der Pool ist abgedeckt hier. Also Seminarraum mit Pool quasi so. Ja. Und da hinten sehe ich gerade, da ist nochmal ein Pool. Ja, hier kann man es aushalten, glaube ich. Mit einem eigenen kleinen Fitnessraum. Also da ist meiner fast so geil. Nicht ganz so geil, aber fast. Na, Danny, gehen wir mal ein bisschen trainieren. Es ist, Ja. Wie gesagt, ich nehme euch so ein bisschen mit hier. Ich weiß noch gar nicht, ob das jemals hier nach draußen getragen wurde. Also wir sind immer noch bei Hermann in seinem Zuhause. Und also das ist... Westflügel. Der Westflügel. Alter, ist einer von 80 Räumen wahrscheinlich hier. So, wir laufen jetzt mal ein Stück. Vielleicht kannst du meinen Zuschauern mal ganz kurz sagen, wer du überhaupt bist hier. So, ist ein sehr adretter Typ hier. Der Josua Laufer, der Assistent von Hermann Scherer. Oder der versucht, dass hinter den Kulissen alles ganz gut abläuft. Ist aber ein guter, ne? Ist ein richtig guter. Und er zeigt uns jetzt den Lieblingsplatz hier. Das Teehaus. Da gehen wir jetzt mal rein. Ja, das Wetter ist nicht so geil, ne? Aber so im Sommer hier. Ja, das ist... Oh la la! Oh, und wie warm hier ist! Oh, das ist nice! So, Freunde, ich bin jetzt auf der legendären Casting-Couch. Ich habe mich bei Hermann beworben als sein persönlicher Masseur. Und jetzt ist gleich quasi, wird alles hier auf Video aufgezeichnet, wie ich ihn massiere. Und danach entscheidet sich, ob ich diesen Job bekomme. Weil mein Speaker-Business und so, das ist nicht mehr gelaufen und jetzt, ich bin schon nervös, ne? Bin mal gespannt. Gerne, Hollywood.
Vielen, vielen Dank. Ich werde heute Nacht rein. Und die Frau hat gesagt, ich kann nicht ihre ganze Kiste nehmen. Ich habe keinen Platz. Dann muss man später verschicken. Also als angefangen hat zu laufen. War sehr lustig. So, da sind wir auch schon wieder im Auto. Ich glaube, der Danny hat ein bisschen mitgefilmt. War ein tolles Interview. War mal richtig geil, hier bei Hermann gewesen zu sein. Also, wenn ihr von jemandem lernen wollt, definitiv, Hermann muss mit auf die Liste. Ein so geiler Typ. Und wir fahren jetzt wieder zurück von Mastershausen über den Ort Buch. Das heißt wirklich so. Zurück nach Blankstadt, Schwetzingen. In diesem Sinne, das war der Vlog und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.